werde natürlich pünktlich sein. Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Oh, entschuldigt. Ich habe mir soeben einen Arzttermin ausgemacht. Super, dass das alles mit einem einfachen Telefonat funktioniert. Aber richtig zu telefonieren ist gar nicht so einfach. Glaubt ihr nicht? Nein. Letzte Woche habe ich mit angehört, wie sich Frau Furchtsam telefonisch bei einer Firma als Sekretärin beworben hat. Es war eine Katastrophe. Sie war verschlafen, saß im Pyjama auf der Couch, frühstückte während des Telefonats und war völlig unvorbereitet. Ja, ich weiß nicht mehr, wann ich Ihnen meine Bewerbung geschickt habe. Warten Sie mal, ich muss hier irgendwo meine Unterlagen haben. Einen Moment bitte. Nein, so funktioniert das mit dem Vorstellungstermin keinesfalls. Bevor ihr also zum Handy greift, um einen Anruf zu tätigen, solltet ihr folgende Dinge beachten. Schreibt euch zumindest den ersten Satz auf. Grüß Gott, mein Name ist Sonja Hubmann und ich rufe bezüglich Ihres Inserats an. Sie suchen noch eine Mitarbeiterin für den Außendienst, richtig? Somit hättet ihr schon mal den richtigen Einstieg. Ihr könnt den Text ohne weiteres herunterlesen. Aber denkt daran, immer langsam und deutlich zu sprechen. Formuliert Textbausteine. Überlegt, worum es im Telefonat gehen wird, was ihr unbedingt sagen wollt und schreibt euch einige Stichworte oder Fragen auf, damit ihr nichts vergesst. Wann könnte ich mit der Arbeit beginnen? Brauche ich einen Führerschein? Bei Bedarf könnt ihr diese Fragen ganz einfach und ohne Stress von eurem Zettel ablesen. Trockentelefonat. Führt zuerst eine Art Trockentelefonat. Also tut einfach so, als wäre am anderen Ende schon euer Gesprächspartner. Und überlegt euch, wie das Telefonat ablaufen könnte, welche Fragen vermutlich kommen werden und wie ihr darauf antworten wollt. Je öfter ihr dies übt, desto sicherer werdet ihr werden. Klare Artikulation, feste Stimme. Dies bedeutet natürlich nicht, dass ihr euren Gesprächspartner anschreien sollt, aber findet einen Weg zwischen zu leise und zu laut. Sprecht lieber langsam und deutlich und formuliert eure Wünsche, Beschwerden und Anliegen möglichst im Vorhinein, damit ihr dann nicht von einem eventuellen Blackout überrascht werdet. Lächeln. Ihr werdet jetzt vermutlich sagen, der andere Teilnehmer sieht mich ja sowieso nicht. Stimmt. Er kann zwar eure Mimik nicht sehen, aber er kann eure Empfindungen hören. Versucht daher auch bei Telefonaten eure Mimik einzusetzen. Lächelt, denn dann klingt eure Stimme viel freundlicher und sympathischer. Bei Frau Furchtsam hat das nicht so gut geklappt. Ja, ich würde schon gern zu einem Vorstellungsgespräch kommen. Nächste Woche. Ja. Okay, 11 Uhr ist gut. Also nicht zu früh, weil zu früh ist nicht gut. Ja, ich nehme meine Bewerbungsunterlagen mit. Okay, passt. Danke. Also bei Frau Furchtsam hätte ich als Personalchefin jetzt nicht das Gefühl, dass sie wirklich in meiner Firma arbeiten möchte. Bereitet euch daher auf jedes Telefonat ordentlich vor, egal ob ihr nur etwas aus einem Katalog bestellt, einen Arzttermin vereinbart oder euch auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet. Welchen Fehler habt ihr bei Frau Furchtsam noch erkannt? Kleidung. Bevor ihr zum Hörer bzw. Handy greift, ist es ratsam,
euch dementsprechend anzuziehen. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, auch hier wird unsere Stimme vom äußeren Erscheinungsbild beeinflusst. Rein psychologisch gesehen verhält man sich in einem Jogginganzug anders als in einem Kostüm. Wenn ihr es gewohnt seid, euch zu schminken, dann macht das bitte, denn das steigert euer Selbstbewusstsein. Je attraktiver und besser ihr euch fühlt, desto überzeugender wird euer Telefonat werden. Übung macht den Meister. Wie bei allen Dingen im Leben, solltet ihr auch Telefongespräche üben. Verliert bitte nicht gleich den Mut, wenn bei den ersten Telefonaten nicht alles zu eurer Zufriedenheit läuft. Dass Dinge anfangs nicht funktionieren, ist normal. Dass etwas gleich beim ersten Mal klappt, ist die Ausnahme. Also gebt nicht auf und versucht mit jedem Telefonat die Fehler, die ihr beim vorigen gemacht habt, zu korrigieren. So, und ich rufe jetzt noch einen Freund in Italien an. Ciao, sono io, Sonia. Sì, ho sentito questa brutta storia. Certo, è vero. Anch'io. Allora, raccontami tutto fin dall'inizio.